Hallo ihr Lieben, geht's euch gut? Das hier hat Tradition. Eine lange Tradition. Ich glaube, die LA Countdowns, Countdowner, die gibt's seit, so richtig seit 2017. Und da hat's angefangen, glaube ich, mit 100 Tagen vorher. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir hatten noch einen Countdown, der hat 127 Tage vorher angefangen. Ja, das war krass. Das war der Countdown zu Voyageur 2018. Völlig verrückt. Egal, ihr Lieben, es geht wieder los. Back to Hollywood. Heute unser kleiner Kickoff. Und im Grunde genommen, das haben wir letztes Jahr schon geklärt, es ist same, same, but different. Wir reden über die gleichen Dinge, weil es eigentlich nur meine Vorfreude ist. Ich mache das hier wirklich für mich. Und da ich aber in Vorfreude so aufgehe und gerne meine Zeit damit verbringe, teile ich das sehr, sehr gerne mit euch. Und ich freue mich natürlich über jeden, der dabei ist, weil es gibt immer neue Leute, die sich fragen, boah, ich weiß gar nicht, welche Hotels ich da buchen könnte. Ich würde so gerne mal dahin. Oder ich weiß nicht, welche Flüge geil sind. Oder wie macht Ben denn dies, das? Wo bekommt der Sanbad Light her? Wie geht er dann an so eine Reisevorbereitung ran? Denn für mich ist die Vorfreude schon die halbe Reise. Das wisst ihr, so tick ich. Und für die Leute, die auch mehr aus so einem Trip rausholen wollen, ja, vielleicht für euch ist das was. So, nicht täglich. Ich weiß, wir haben 2017, 2019 und 2022 habe ich nicht einen einzigen Tag ausgelassen. Wir haben von 100 Tagen jeden Tag ein Video gemacht, runtergemacht und ich musste mir immer das gleiche Zeug aus den Fingern saugen. Das werde ich diesmal nicht machen. Ich guck mal, wie oft ich hier antanze und natürlich, wir reden wieder über die Vorbereitung, wir reden über die Popkultur. Und dazu, ihr Lieben, gehört irgendwas, wovor ich mich ein bisschen gesträubt habe. Denn GTA 5 spiele ich seit 2013 jedes Jahr. Und in 2 Jahren habe ich es 2-mal gespielt, obwohl es nicht hinkommt, weil ich spiele es jetzt das 13. Mal. Wieder vor LA und es ist hoffentlich das letzte Mal, bevor GTA 6 rauskommt. Fingers crossed. Nächstes Jahr. Und ich hatte mir gedacht, zum Abschied. Zum Abschied mache ich hier auf YouTube eine Serie, wie ich dieses komplette Spiel noch vor Amerika durchzocke. Und ich werde es nicht streamen und es lenkt mich auch irgendwie ab und ich finde Twitch ist für Stream gut, aber hier lade ich die Sessions einzeln hoch. Ich mache eine extra Playlist, also wer Bock hat, sich GTA 5 noch einmal von Anfang bis Ende zu geben, be my guest. Und ja, damit lege ich jetzt demnächst los. Ich denke, ich hoffe, dass ich das vorher schaffe, aber ich glaube, das ist kein Thema. Ganz wichtig, für Leute, die 100% erreichen wollen, nicht meine Baustelle. Überhaupt nicht. Es gibt zu viele Mini-Missionen, die ich für ABM-Maßnahmen halte und ich sehe nicht ein, dass ich die nochmal mache. Ich werde keinen Marathon mitlaufen, kein Triathlon und ich werde viele Dinge nicht machen. Und es gibt auch 3-4 Missionen, die mich schon seit 12 Jahren so ankotzen, geht gar nicht, seit 11 Jahren so ankotzen, dass ich die überspringen werde nach einer Weile. Wir können uns alle amüsieren darüber, wie ich mich darüber aufrege, aber dann werde ich diese Mission überspringen. Ja, und ansonsten reden wir wieder über Flüge, wir reden über Hotels buchen, welche Zimmer wir hoffentlich wieder bekommen, welche Kontakte ich mittlerweile bei welchem Hotel habe, dass wir vielleicht einen geileren Preis bekommen, etc. Wir reden über mein unsägliches Gewicht. Ich war noch nie so dick. Ich zeige euch meinen Bauch jetzt nicht. Ich ziehe den schon die ganze Zeit ein. Ja, und wenn das eingezogen ist, dann wisst ihr, wie dick ich wirklich bin.
Es ist gerade wirklich, wirklich schlimm. Wir waren jetzt gerade in Portugal. Ich hatte mir 10 Tage rausgenommen, um mein Buch nach vorne zu treiben. Und ich bin so weit, wie, glaube ich, noch nie jemand mit seinem Buch weit war, bevor er überhaupt einen Deal mit einem Buch bei einem Verlag gelandet hat. Normalerweise nimmt man den Vorschuss mit und schreibt dann noch die zweite Hälfte des Buches. Nein, da bin ich wesentlich weiter und mein Plan ist eigentlich, aber das erzähle ich euch natürlich in einer separaten Folge, mein Plan ist es, dieses Buch in LA, da wo es angefangen hat, da wo es spielt, fein zu schreiben. Richtig schön fein zu schreiben, diesen Oktober, und dann ist das Ding fertig für das Lektorat. Und ab dafür. So, dann reden wir über Fotos, Kameras, knipse ich denn überhaupt? Ich habe mich ehrlich gesagt schon entschieden, dass ich nur eine Kamera mitnehme. Zeige ich euch. Ich sage euch auch warum. Und ist nicht die gemütlichste Variante, aber ich muss das jetzt mal machen. Dann gibt es einen neuen Soundtrack für die Reise. Wir hatten jeweils einen guten Soundtrack und ich hatte noch so ein paar einzelne Listen mit so besonderen Sachen. Wir hatten die Western-Playlist, wir hatten die Synthwave-Playlist. Reden wir drüber und vor allen Dingen reden wir auch darüber, ob es mal wieder eine Platte oder, also auf Vinyl, oder einen Film gibt, der gerade zu dem Zeitpunkt läuft, so dass wir popkulturelle Vorfreude schüren können und darüber reden können. Wo bekomme ich meinen Bud Light her? All diese Sachen. Ja, lass uns mal darüber reden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt hier wieder loslegen können. Ich bin noch nicht ganz, wie sagt man, befreit, um mit euch jeden Tag jauchzend auf das Ding zuzurennen. Es gibt leider ein paar Sachen, die immer noch erledigt werden müssen. Es gibt ein, zwei gesundheitliche Sachen noch. Wenn wir das alles vom Tisch haben, dann geht es ab, ihr Lieben. Ja, und ich freue mich sehr auf unsere lange, auf unseren Abschied von GTA 5. Ein gemeinsamer Abschied von GTA 5. Da freue ich mich drauf. Und das mache ich jetzt mal fix die Tage, ihr Lieben. Ja, und ich hoffe, es geht euch gut. So, und falls es noch, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was in den letzten Wochen passiert ist, als wir uns nicht gesehen haben, aber ich glaube, nein. Wir waren in Portugal, sind nach Lissabon geflogen und dann nach Ericeira, das ist kurz vor Lissabon am Strand, und haben dort meinen Vater, meine Stiefmama, meine Schwester, ihren Freund und das gemeinsame Kind meiner Freundin und meiner Schwester und ihres Freundes getroffen. Und ich habe mich hingesetzt, um zu schreiben. Ja, und das war sehr nett, das war sehr gut und es hat mir total geholfen, nicht jeden Morgen um 10 Uhr was Neues auf Insta posten zu müssen. Und ich bin so weit gekommen und es ist so geil und das werde ich auch im Oktober dann wieder machen. Ich werde mir die Zeit nehmen und nichts auf Insta posten und vielleicht machen wir dann mehr hier. Aber irgendwo werde ich sein. Ihr Lieben, habt einen total schönen Sonntagabend und viel Spaß beim Fußball und wir sehen uns bestimmt morgen.